Hallo zusammen, hier sind die Tipps für das Übungsblatt 8. Für die Leute, die noch Interesse haben an dem Beratungskurs, dann können die bis Sonntagabend nochmal anmelden für die weiteren 6 Termine. Weil wir haben schon gestern angefangen und jetzt fange ich an mit den Tipps für das Übungsblatt 8. Aufgabe 1 ist Matrizenmultiplikation. Das müsst ihr auf jeden Fall bei Mathe 2 jetzt die ganzen Übungsblättern, also 9., 11., 10., da müsst ihr immer Matrizen multiplizieren. Und würde ich hier ein Beispiel rechnen, was sehr wichtig ist, wenn du zwei Matrizen hast, du musst mal gucken, Anzahl der Spalten von der ersten. Das muss der gleich der Anzahl der Zeilen von dem zweiten und dann darfst du multiplizieren. Also bei der Aufgabe, da müsst ihr die beiden Seiten, beide Richtungen einfach ausprobieren. Zum Beispiel hier, ich sehe, das ist ja 3 Zeilen, 3 Spalten, 2 Zeilen, 2 Spalten. Man sieht, die sind ganz anders, also hier geht das nicht. Und unten, ich habe hier 2 Zeilen, 3 Spalten. Hier habe ich 3 Zeilen, 2 Spalten. Aha, man sieht, also die sind gleich. Was sehr auch wichtig ist, du musst ja auch wissen, wie das Ergebnis aussieht. Ja, das Ergebnis sieht so aus. 2, Kreuz, 2. Also das bedeutet, du hast hier 4 Zahlen. Wie rechnen wir das? Das ist ja total einfach. Du nimmst die erste Zeile und die erste Spalte. Erste Element, also das mal dem, plus das mal dem, plus das mal dem, also 1 mal 1, plus 2 mal 2, plus 3 mal 0 ergibt 5. Dann die erste Zeile, zweite Spalte, warum eigentlich? Weil hier kommt das Ergebnis A1, 2, das bedeutet erste Zeile mit der zweiten Spalte. Also jetzt haben wir 1 mal 0, plus 2, plus 6, dann ist das 8. Hier haben wir nur die erste Zeile, erste Spalte habe ich 2. Hier habe ich die zweite Zeile, zweite Spalte habe ich nur 1 und das ist das Ergebnis. So, für Teil B müsst ihr eigentlich nur einsetzen. Aber wie wollt ihr denn einsetzen? Eigentlich V sieht so aus, weil das ist von K hoch N, also hat ja N Koordinaten. Und A und B sind von K, also die sind Matrizen von M Kreuz N. Das bedeutet, A sieht so aus, hat M Zeilen und N Spalten. So, jetzt, wenn wir mit V multiplizieren, dann haben wir jetzt die erste, also wie sieht jetzt das Ergebnis aus? Schau mal, das ist M Kreuz N, das ist N Kreuz N. Also wir können natürlich multiplizieren, aber das Ergebnis sieht so aus. Das war mein Fehler. Das ist hier N Kreuz 1, ja, nur eine Spalte. So, jetzt das Ergebnis sieht so aus, M mit Zeile und eine Spalte. Also wie multiplizieren wir denn eigentlich das mal dem und das mal dem plus dazwischen? Deswegen würde ich an eurer Stelle die Summe zum Beispiel von AI, das ist ja eigentlich immer die erste Spalte, aber hier I, erste Zeile, aber I Spalte und dann mal V, I gleich 1 bis N und so weiter. So würde ich eigentlich hier einsetzen und dann könnt ihr die beiden Seiten eigentlich überprüfen, ob die gleich sind. Das so ist viel, viel einfacher. Die Aufgabe 2, Vektorraum, das ist ja eigentlich der hat ja mehrere Eigenschaften, da müsst ihr eigentlich alle überprüfen oder beweisen und zeigen. Aber ihr könnt ja annehmen, das steht im Skript, habe ich gesehen, das ist eine Abelsche Gruppe und das müsst ihr einfach nochmal gucken, aber mit welchem neutralen, was ist neutrales Element in dem Fall? Welche Matrix? Wie sieht diese Matrix aus? Und für die anderen Eigenschaften würde ich einfach so einsetzen, denn da haben wir auch schon mal in Mathe 3 gehabt. Da könnt ihr einfach so diese Schreibweise einfach benutzen, besser als die anderen, das ist ja viel, viel kürzer.
Für Teil B, überleg mal, wenn wir jetzt A, es hat eine N-Zeile, N-Spalte, wie können wir jedes Element, also stell dir vor, du hast hier, wie viele Elementen hast du? Du hast N mal N, also N Quadratelemente. Also das ist ja eigentlich für jedes Element, stell dir vor, jedes Element ist anderes, also die sind unterschiedlich. Wie viele Matrizen brauchst du? Wie sieht jede Matrix aus? Und dann Dimension haben wir ja schon beim letzten Video schon mal darüber gesprochen, was bedeutet Dimension, sehr wichtig. Überleg mal, bei der Teil C, da müsst ihr die drei Eigenschaften beweisen, das ist ja komplett einfach, deswegen habe ich ja keinen Tipp hier gegeben. Zum Beispiel hier müsst ihr zeigen, dass A plus B transponiert ist, das eigentlich genau wie A plus B, oder? Ja, genau, also hier sind die alle Matrizen mit A transponiert, das ist genauso A. Und hier auch genauso müsst ihr machen, das ist komplett einfach. Hier ist die Dimension, wenn A symmetrisch ist, also das bedeutet, wenn diese zwei Zahlen gleich sind, wenn das mit dem so und hier sind ja eigentlich gleich. Deswegen in dem Fall im Vergleich mit Teilaufgabe B, wie viele Matrizen brauchst du? Aha. Zum Beispiel für die beiden brauche ich ja eine, weil ich bin 100% sicher, die sind ja gleich. Ich würde hier keinen Tipp machen, nicht, also das ist ja eigentlich, was ich erklärt habe jetzt, ist schon fast die Lösung, weil ich finde, diese Teilaufgabe macht richtig Spaß. Ihr braucht eigentlich Mathe 1 und deswegen würde ich das einfach lassen. Genau, aber überleg mal, wie viele Matrizen und wie sieht jede Matrix aus, ja? Okay, Aufgabe 3, das müsst ihr zeigen, also eigentlich nur einsetzen, multiplizieren, dann kriegt ihr das hin. Dann müsst ihr nochmal extra Zeichen, diese Seite, diese Richtung und diese Richtung, also die zweite Richtung würde ich sagen, das ist hilfreich, ja, was hier ist. Und bei dieser Richtung muss ihr zeigen, dass Determinante von A ungleich 0. Das bedeutet, ich nehme an, das ist invertierbar, deswegen existiert eine invertierbare Matrix. Also ihr könnt hier mit Symbole eigentlich, X, Y, Z, S zum Beispiel sieht das aus. Und dann müsst ihr die beiden multiplizieren. Mit dieser hier habt ihr dann 4 Gleichungssystem. Dann müsst ihr eigentlich zeigen, dass AD minus BC ungleich 0 ist, was sehr wichtig ist, was kann man unter diese Eigenschaften eigentlich verstehen, nicht nur das A invertierbar, sondern, bitte aufschreiben, also wenn Determinante von A ungleich 0, dann kann man sagen, die alle Zeilen sind linear unabhängig, die alle Spalten sind linear unabhängig, die Matrix ist invertierbar. Rang kommt, Rang habt ihr schon mal gemacht, bin mir jetzt sicher, ist komplett wie groß n, wie groß a ist, zum Beispiel n kreuz n, dann Rang von der Matrix ist n, Kern von der Matrix ist 0, es gibt noch viele Sachen unter dieser Eigenschaft, das kann man ja eigentlich verstehen, ja. Aufgabe 4, Teil A, muss ihr die beiden Eigenschaften eigentlich nur in eine I-Funktion einsetzen, wobei P1 und P2 sind so, das ist ja eigentlich schon gegeben, ich habe nichts gemacht, das muss man nur einfach einsetzen, abbilden. Und bei der Teil B, die ist sehr, sehr wichtig für Mathe 3, das kam ja auch, glaube ich, letztes Jahr in der Klausur. Also das bedeutet, das ist eine Basiswechselmatrix. Also du hast hier eine Basis und hier auch eine Basis. Man sieht, die haben die verschiedenen Dimensionen. Also das hat die Dimension 3, hier hat die Dimension 4. Und über i, das bedeutet, ihr müsst die Elemente von A abbilden. Also zum Beispiel das Bild von 1. Das Bild von x, das Bild von x Quadrat und das Ergebnis als Linearkombinationen von dir. Zum Beispiel irgendwas mal 1 plus irgendwas mal x plus irgendwas mal x Quadrat plus irgendwas mal x hoch 3 und dann diese Matrix eigentlich, dann nehmt ihr die Vorfaktoren und die sind die erste Spalte. 1, 2, 3, 4. Mit der Reihenfolge sehr, sehr wichtig.
Da habe ich schon mal im letzten Video über die geordnete Basis schon mal geredet, ja? Also, und dann für ix, dann kommt die zweite Spalte, ix Quadrat für die dritte Spalte und dann ist es fertig. So, Teil C würde ich sagen, auch nicht so viel geben, weil das ist ja auch komplett einfach. Übungsblatt 7, Aufgabe 4, Teil D ist hilfreich. Und für die Surjektivität würde ich Dimensionssatz vielleicht benutzen. Es gibt noch eine andere Aufgabe. Guck mal, ob du die alle Ergebnissen, also die alle Elemente im Bildbereich treffen kannst. Ja? Wenn nicht, dann musst du einfach sagen, welche kannst du nicht treffen. Und wenn du alle treffen kannst, dann musst du auch beweisen. Okay, so, ich hoffe, die Tipps waren hilfreich. Vor allem würde ich eigentlich in diesem Übungsblatt für die Matrizenmultiplikation konzentrieren. Was musst du auch, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, Dimension von einer Matrix immer finden. Und eigentlich, was ich hier erzählt habe, also nicht den Beweis, sondern hier, was ich hier erzählt habe und diese Teilaufgabe, die sind sehr, sehr wichtig für die Klausur. Ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr einfach einen Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.